Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zurück zum Glück Box von PA Sports. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zurück zum Glück von PA Sports. Eine echt große Box. Quadratisch und sehr hoch gestaltet das Ganze. In weiß, wir haben hier auf den Seiten PS Boards zurück zum Glück, also auf der linken Seite. Ansonsten die Seiten blank und oben sehen wir noch LP, also Life is Pain, das Logo. Auf der Vorderseite haben wir PA mit dem halben Gesicht abgebildet. Auch wieder zurück zum Glück PA Sports zu lesen. Und es klappert schon. Auf der Rückseite haben wir noch die Credits und einen Barcode. Alles klar. Schauen wir mal, warum die Box so groß ist, was sich darin befindet. So, und was uns als erstes entgegenkommt, sind diese Kopfhörer, die wohl hauptsächlich dafür verantwortlich sein dürften, dass die Box in dieser Größe ausgefallen ist. Ansonsten ja meistens eine Cap oder so in diesen Größen vorhanden. Dann haben wir einmal das Album in der Premium Edition. Die Undercover EP. Das Zurück zum Glück Textbuch. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Ein Beileger zum Merch und ein Poster. Von innen sieht das Ganze so aus. Die Box mal wieder verschließen. So, und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Ebenfalls in weiß gehalten. Life is Pain präsentiert lesen wir hier. Diesmal haben wir PA ganz abgebildet, also nicht nur zur Hälfte wie auf der Box. PA Sports, zurück zum Glück Premium Edition. Und auf der Rückseite haben wir 18 Tracks. Meine Favoriten von dem Album sind Ungeborener Sohn und 100 Bars Legacy. Wir haben Features von Einfach Sinan, Casey Rebel und Kianush, beziehungsweise nochmal, Amir der Sänger und Cool Savage. Und hier unten auch wieder Credits. Alles klar, dann schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Zuerst werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Okay. Als erstes haben wir hier mal einen Tour-Einleger, die Zurück zum Glück-Tour mit Kianush. Das sind die Dates. Und das Booklet an sich. Wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos über die Beteiligten. Und hier Porträtaufnahmen von PA. Alles in dieser Weiß-Schwarz-Optik gehalten. Dann haben wir hier die Credits zum Ende. Ich widme dieses Album meiner Tochter Nora Medina Wakili. Okay, also relativ kurze Danksagung, Widmung. Wir werden das Ganze wieder zurück in die Hülle geben. Und so sieht die CD aus, ebenfalls in weiß und schwarz gehalten. Alles, also hier alles glatt weiß.
Okay, dann haben wir die Bonus-EP, die Undercover-EP, Life is Pain präsentiert. Diese in einem Pappschuber, in einer Papphülle. Ready to Die, Undercover, Bulletproof und Abriss. Also vier Solo-Tracks von PA. Die CD in schwarz bzw. dunkelgrau gehalten. Wie gesagt, Papphülle. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. PA in Bomberjacke und weißem Shirt. PA Sports hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Rückseite blank weiß, sehr schön. Dann, auch wenn ich es nicht wirklich als Boxinhalt zähle, aber hier haben wir nur Merch, Life is Pain Merch. Und hier der Code, der jetzt mittlerweile nicht mehr gültig ist, der ist mit 31.08.2016 abgelaufen. Aber checkt auf jeden Fall das Merchandise ab. Ein Textbuch bedeutet, wir haben in diesem Büchlein alle Tracks mit den kompletten Textzeilen abgedruckt. Finde ich eine sehr schöne Sache. Kann man natürlich dann immer Sachen nachlesen, die man vielleicht jetzt nicht versteht oder dass man einfach mitrappen möchte. Kann man das hier schön tun. Ich schaue jetzt nur gerade. Bonus-Track, ja. Okay, also es ist keine Einleitung oder kein Abschluss, sondern es ist wirklich von Anfang an geht's los gleich mit den Textzeilen und auch hier schließt es dementsprechend keine weiteren Informationen. Und wir haben schon gesehen, ein paar Fotografien, ein paar Porträtaufnahmen sind auch noch drinnen. Also hier in schwarz-weiß gewesen und hier zum Beispiel noch. Gefällt mir gut, ist auch hochwertig, finde ich, da es wirklich so ein mehr oder weniger Hardcover-Buch ist und jetzt nicht irgendein loses Taschenbuch. Das macht auf jeden Fall einen stabilen Eindruck und ist eine schöne Sache. Dann haben wir ein Poster. Einseitig bedruckt. Na, so. Im Querformat das Ganze. Ebenfalls in dieser schwarz-weiß Optik. PA Sports zurück zum Glück lesen wir hier. Und hier nochmal PA in Porträtaufnahme. Wie gesagt, Rückseite weiß. Und dann haben wir als letzten Bestandteil diese Kopfhörer hier in der Plastikfolie. So, dann haben wir hier einmal noch Plastik oben. Das können wir natürlich entfernen. In schwarz-rot. Silber designed und hier lesen wir Life is Pain inklusive des Logos. Hier genau dasselbe. Das ist das Kabel. Das ist noch, wie man sehen kann, hier noch zusammengebunden. Werden wir gleich mal öffnen. So, aber jetzt. Also ein sehr, was heißt sehr, aber es ist auf jeden Fall ein langes Kabel. Damit kann man was anfangen. Und die Kopfhörer sind hier dann auch noch größenverstellbar. Also je nachdem, wie es für euren Kopf braucht, könnt ihr natürlich beide Seiten entsprechend anpassen. Und wir haben auch hier die Info, welche Seite das ist. Also hier steht das L für links, beziehungsweise das R. Ich frage, ob man es lesen kann. Ist gerade mit dem Licht etwas ungünstig. Ja, ich glaube, jetzt kann man es halbwegs sehen. Hier noch das R für rechts. Ja, gefallen mir gut. Also rein so von der Optik. Schwarz-Rot-Silber, eine gute Kombination.
Mal kurz aufsetzen. Ja, sind jetzt auch halbwegs bequem. Das hier ist auch verstellbar, also machen einen soliden Eindruck. Ich meine, muss schon klar sein, dass wenn man sich jetzt so eine Box kauft für 30, 40 Euro, dass man da jetzt keine, ja, ich sag mal, Sennheiser oder Beats oder in der Kategorie erwarten kann. Aber wie gesagt, so als Beigabe für die Box finde ich das auf jeden Fall eine tolle Sache. Hat schon der ein oder andere Rapper gemacht mit solchen Kopfhörern, aber bevor ich jetzt das 50. T-Shirt hier habe, bin ich sehr froh, hier mal Kopfhörer vorzufinden. Alles klar. Zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Kopfhörer, die Life is Pain Kopfhörer. Das Poster im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die Undercover Bonus EP. Das Album Zurück zum Glück an sich. Das ist nur die Frage, was mich jetzt noch interessiert hätte. Okay, nein, Instrumentals haben wir scheinbar keine. Also ist wirklich nur eine CD drinnen. Und dann haben wir noch das Textbuch zum Album. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Zurück zum Glück von PA Sports. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PA Sports unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.